Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Atlas of Worlds. Wir haben ja eben diesen Gladiator angefangen. Ich hoffe, Gladiator ist noch spielbar. Das ist die am wenigsten gespielte Klasse in dieser Season. Aber ich möchte es einfach machen. Ich weiß jetzt nicht, ob Blutungen wirklich so auch hilft. Sonst tauschen wir alles aus in Chaos Damage und machen einen Chaos. Ja, Gladiator. Ja, bringt auch nicht so viel. Werde ich wahrscheinlich einen Shadow machen dann. Aber ich möchte die Charakter, die ich Ding nicht eigentlich nicht zeigen. Ich will sie einfach vorstellen und ja, es fehlt halt einfach ein bisschen noch. Also ich muss euch noch viel sagen. Ich gehe auf Crit. Ich hoffe, ich erreiche 100% Crit, aber ist wahrscheinlich unmöglich. Aber wir gehen jetzt zuerst wieder zu den Crit-Nots und danach zu den Ding-Nots, wie sagt man denen? Blutungs-Nots. Und dann muss ich schauen. Hä? Aber schaut zum Beispiel Reef an. Hat zu wenig AOE. Lacerate ist einfach zu langsam im Töten, habe ich so das Gefühl. Es muss Zyklon sein. Ich gehe auch auf Bewegungsgeschwindigkeit, weil Zyklon mit Bewegungsgeschwindigkeit sehr effektiv ist. Man kann ja trotzdem immer ringsum klonen. Zyklonen und ja. Also jetzt zeige ich euch noch kurz diesen Hawk. Ah, da muss ich ja gar nicht besiegen, stimmt. Der Ork möchte, dass ich helfe. So. Und jetzt habe ich 40%, 40 blank Man, Leben. Was sage ich denn schon für einen Schrott? Es ist früh morgens, so, es ist ungefähr 7 Uhr morgens. Gut, also, wir sind hier. Wir müssen hier das Juwel-Socket haben. Und ich gehe jetzt rüber, hier runter und nehme das. Und das da. Also gehe hier rüber. Ah, ja. Ich muss also hier runter und da rüber und da hoch. Oh je, wenn wir das auch noch haben, Dirty Tail. Es wird extrem schwierig. Also ich mache den Charakter 100% nicht aus dem Guide. Das völlig frei erfunden. Wenn der Fail wird, ja, dann muss ich halt umplanen, muss ich halt investieren, gell? Aber wir gehen gleich rüber zur Witch. Muss ich nur kurz suchen, wo das Waypoint ist. Ja, hier sehe ich immer nicht. Bären töten! Ach komm. Hallo. Schieß doch mal. Knallt, also einen Hammer drauf hauen. Ist das Beiheimer, ist der Beiheimer wirklich ein Hammer? Keine Ahnung. Vor allem setzt er, glaube ich, immer die Waffe an, die ich habe. Einfach ohne Bonus. Ich kenne jetzt den ganzen Skill gar nicht. Wahrscheinlich hat er eventuell doch nur das Schwert. Also das haben wir und das haben wir. Gut. Dann gehen wir rüber. So. Gut. SRS Monika Base. Ja, ich brauche unbedingt heute noch ein Part. Ich nehme jetzt jeden Tag ein Part auf. ich tue noch manche stacken, also mehrmals aufnehmen. Damit ich da frei habe. Ja, habe ich gemacht. Ja, kommen wir gehen noch kurz in Zeitalt. Machen die Quest dort. Also, wir müssen den Helm. So. Und die Handschuhe. Wieder reinmachen. Ich habe das extra so angeordnet, damit ich sehe. Ich brauche die gar nicht für den.
merke ich gerade, ich bekomme viel mehr Schaden, viel besser über. Schnelligkeit muss ich nicht so hoch sein. Ja, das ist immer das Gleiche. Die muss endlich Level 7 werden. Wieso wechselt das Angebot überhaupt nicht? Das könnte doch per Tag wechseln. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ready. Also Daily Mission. Machen wir einfach bei der, und dann schaffe ich das noch nicht. Und... Ah ja, ich wollte ja ins Wahl-Ding, die Wahlpyramide. Genau. So, machen wir kurz noch. Ah, Progressy. Wo ist sie? Ah, da. Was? Ah, der. Ja, nehme ich einfach mit. Einfach verkaufen. Ja, und wo ist jetzt der? Nein, sogar! Boah, das wird ja immer wieder umfangreicher. Sehr heftigst. Wie soll ich den neuen hinkriegen? Die werden wieder sehr viel Gift machen. Boah, schaut euch mal das Gift an, das ist ja heftigst. Aha, nur töten, gut. Ah, wenigstens nur töten. Übertreibt's bitte nicht. Ein roter Dummy. Boy, die kommen einfach mir hinterher, wie eine Sau. Soll die noch nicht aktivieren, erst wenn ich ganz wieder draußen bin. So ist es ja eigentlich gedacht auch. Aber schade, dass sie jetzt alle aktiviert werden. Da übertreiben sie mal alle. Boom, sind alle explodiert. Ich muss wirklich mal Pi benutzen, dann explodiert 100% alles. Boom, bam, bam, bam. Ja, da muss nur immer kriten. Cold Damage machen gleichzeitig und es explodiert alles. Oder Detonate Death benutzen. Ja, das alte Corpse Explosions. Ach, lieb das. Nochmal. Gut, jetzt habe ich die wieder endlich mal im Ding, ja? In der Kiste. Sehr gut. Okay. Jetzt können wir zurück. Jetzt haben wir alles. Ha. Alles besiegt. Ja, vielleicht hier unten irgendwo noch. Nö. Okay. Geschafft. Jetzt machen wir noch eine gute Map. Ja, was wollte ich doch selber? Ja, wenigstens ein Alchemie-Orb. Hä? Prima. Jetzt müssen wir schauen, was wir da nehmen. Ich will eine... Dreier-Map sogar. Grotte. Was ist jetzt wirklich alles? Hey, ich mache jetzt diesen weg. Das regt mich auf. Die ganze Zeit drücke ich da drunter. Einfach wenn ich wegklicken will. Klar, wenn ich da oben nehme. Ja, nervt er nicht. Gut. Dann ist hier oben halt alles das Ding. Dass man das nicht besser eingreizen kann. Irgendwie kann man doch
Das halt auch größer machen. Keine Ahnung. Da muss man vielleicht zahlen oder sonst irgendwas. Ah, oh Mann, ich bin nicht so. Klar, der Geist ist draußen. Der Golem ist draußen. Schau nie auf die Symbole, ich setze einfach die Fähigkeit. Ist nicht so toll, aber eben. Wenn man da schon ein bisschen im Stress ist der Morgen. Geht halt alles nicht so gut. Aha, da kommen noch alle, hä? So. Clarity is ready. Das, da habe ich nicht Chance. Gegen die habe ich keine Chance als Summonerin. Die sind einfach extrem schnell bei mir und dann haben wir den Salat. Die machen zu viel Damage auf alles drauf. So. Ich bin immer noch abgelenkt gewesen. Kommen die einfach zu mir? Wieso kommen die zu mir? Boah, die machen zu viel... Ja, Lightning, extra Lightning Damage, dann ist klar. Wir haben Lightning Damage, nicht viel Resistenzen. So, jetzt regt bitte nicht auf, ihr blöden Monster. Wir haben halt eine High-Level-Map. Ja, leveln wir auch recht schnell, hä? Ja. Wenn ein Gegner schon so viel bringt, geht es relativ schnell und zügig. Ach, wie gut. Ja, sicher. Da kommen noch die völlig unerwartet raus. Sie gehen wieder auf mich, ja? Oh, Goliath Greaves. Welcher Goliath hat der Anhänger? Ah, der andere heißt David, stimmt. So, oha. Danke. Haben wir eine Ding gefunden, Zepter. Sackcam. Boah, One Hit fast. Übertreibt's nicht. Mehr oder weniger fast One Hit. Hey. Shit. Oh, der macht weniger Damage. So ein großer macht weniger als der schnelle Gegner. Boah. Also sowas von unfair. Also Path of Exile ist schon extrem unbalanciert. Und man denkt, hey, dass die Großen, die ganz Schnellen, natürlich viel mehr Damage machen. Habt ihr gesehen? Nur halb, nicht mal halb so viel Damage haben die gemacht. Die Bären. Das sollen doch eigentlich... Ja, okay, sie sind schon ein bisschen tanky, aber... Das sollen doch keine Tanks sein. Okay, jetzt werdet ihr sterben. Ich brauche den Dopt. Aber der Dopt ist, glaube ich, der Blitz. Ja, übertreib's doch nicht, ihr Noobs, die in Charge ist immer. Ja klar, ja klar, ja. Ich hab keine Chance! Der ist fast unbesiegbar und tötet alle. Habt ihr gesehen, der hat alle getötet. Ich hab keine Chance. Ich wundere mich noch, wenn ich so ein hoher Map mache, aber... Es ist doch normal, dass man halt auch etwas zeigen möchte. Im Let's Play steht man halt öfters. Wieso habe ich jetzt Valkyrie angesetzt? Ich wollte das ansetzen. Gut. Sieht aber cool aus, Valkyrie. Natürlich rot in Wahlform. Das ist Sackgasse, hä?
Ja, doch, es geht noch ein bisschen weiter. Geht aber lange, hä? Hätte nicht gedacht, dass es so lange geht. So lange keinen Mana kosten. Cool. Das ist sowas von übertrieben, diese Monster. Es ist extremst, diese Essence-Monster sind extremst stark. Also stärker als Boss irgendwie. Wenn man denkt, Bosse sollten doch der Schaden machen und nicht diese Noob-Elementar-Ding. Also, Path of Exile ist eines der unbalanciertesten Games überhaupt. Das ist schon extremst, wie der Schaden schwankt. Aber dafür ist es auch beliebt, weil es halt einfach auch viel kann. Trotz einem, ja, nicht so guten Entwickler, sogar schon fast ein Indie-Entwickler. Hä? Also stellt euch das mal vor, ist schon cool. Die Entwickler sind schon cool. Aber eben auch natürlich nicht ganz so gut im Balancing und so. Also es hat halt viele Kritiken. Zum Beispiel dieser Deutsch-Patch. Er kommt nie. Sie kündigen ihn an. Nächster Patch kommt er. Nein, er kommt nicht. Nächster Patch kommt er. Nein, kommt nicht. Aber dafür kommt Brasilianisch. So extrem wenig sprechen Brasilianisch. Aber nein, die Kollegen. Ja, die Kollegen aus Neuseeland, die sind ja auch Brasilianer. Oder einer vom Entwicklerteam ist Brasilianer. Oh, ich muss das natürlich machen. Oh, ich muss Russisch machen. Wo überhaupt fast niemand spielt. Russen spielen doch immer nur Call of Duty. Also wir können Russen spielen, wenn alle Call of Duty spielen. Ist das übertrieben? So, ich muss den wieder einsetzen öfters. Es geht so nicht weiter. Das ist ja Wahnsinn. Ah, der stirbt sowieso. Was ist denn das? Das ist Feuerball. Einfach in andere Skinfer. Shaggy Monstrosity. Shaggy. Da ist er weit an einem... Oh! Boah! Hey, wie schnell ist castet denn der das? Aha, der spawnt alles Monster, oder was? Übertreib's nicht, bitte. Gell? Nicht übertreiben. Gut. Ey, der Boss ist einfacher als der Essence-Schrein. Gott. Ich glaub's ja nicht. Hei. Aua, das hat weh getan. Ja, übertreibt's nicht. Ach, braucht ein Mallet. Ich setze zwar ein Ding natürlich nicht ein, aber vielleicht mit einem späteren Charakter möchte ich das schon. Mann, oh, das ist so ein guter Stab. Ich muss ihn nehmen. Aber ich werde ihn wahrscheinlich niemals einsetzen können, weil... Einen Call-Charakter mache ich nicht. Und den Templer mache ich auch nicht. Der unbedingt so ein Ding haben will. Ihr dürft jederzeit natürlich Sachen haben, gell? Ich will aber für euch nichts haben. Ich verkaufe die Sachen. Also, ich tue die Sachen einfach verschenken. Nicht verkaufen. Bei Rares muss ich schauen, da werde ich wahrscheinlich nicht alles verschenken. Entweder tauschen mit Sachen, die extrem selten für mich zu bekommen sind, zum Beispiel eben die Gems, die Rolled Flames Gems, nur die Rolled Flames Gems,
Und sonst eben andere Legendary, also Unix, die gut genug sind. Aber bin wieder bei Diablo 3. Da unten ist er gewesen doch, oder? Boah, jetzt übertreib's nicht, bitte. Ich hau jetzt einfach immer von dem ab. Jetzt stirb! Ah, er ist schon tot. Jetzt habe ich immer nur noch Ding eingesetzt. Den Walschenski. Gut, dass er nicht hinten losging. So, ich habe nicht alle Tasten gleich ready und dann kann ich eben falschen Taste drücken. Ich habe nur eine Taste, weil ich ja immer Alt drücken muss. Ich muss immer Alt drücken, dann muss ich einfach getrennt aufbewahren. Alle sterben, ey. Es ist nicht normal, nicht mal ein Beschwörer kann genug viel Leben haben bei dem Ding. Es ist einfach schwer. Nur die Spektre-Schamanen können mehr Leben haben auf den Sachen. Und die Zombies natürlich, aber solche haben einfach nicht viel Leben. Weil sie natürlich Ding brauchen. SRS. Tja, Spork. Spoink. Und ich soll ihn nennen Spurk. Ich hab einen Spurk gefunden. Diesen Fokalen durchblättern. Static Strike muss ich mitnehmen. Inconet muss ich mitnehmen. Ja, haben wir alles? Ich denke schon. Kann man das nicht wechseln? Wieso kann man eigentlich die Map nicht umher switchen, umher wackeln? Das ist übertrieben. So auch nicht. Also Path of Exile ist sowas von dünn gemacht, also man, ja, viele Einstellungsmöglichkeiten gehen einfach nicht, weil die Engine das nicht kann. Keine Ahnung, was so genau richtig ist, aber ja eben. So. Eben der Hammer habe ich nicht mitgenommen, weil ich ihn nicht brauche. Nehmen wir die Stiefel noch mit. Und ja, ich fände es mal gut, wenn vielleicht ein paar Leute auch mit mir spielen könnten. Einfach mich einladen. Am besten einladen bei Drago Basler LS, gell? Nicht den hier. Weil die spiele ich ja nicht oft, nur wenn ich aufnehme. SS Monika Basler. Wenn ihr nicht findet zwischen dem anderen Charakter und dem Charakter, da müsst ihr mir einfach Bescheid sagen, dann gehe ich kurz online, gell? Und ja, wenn ihr eben Lust habt, mit mir irgendwie ein bisschen zu zocken oder so, sogar aufzunehmen, einfach mitreden, dann dürft ihr das mir immer sagen, hä? So. Ja. Vielleicht müssen wir doch irgendwie Rise of the Phoenix nehmen. Ja, es ist ja nicht so offensiv extremst. Na, defensiv, meine ich. Natürlich. So. Ja. Dann machen wir ganz, ganz kurz noch den Weg hier, hä? War wieder ein toller Part. Ich friere zwar mega, aber ich fühle mich einfach sehr gut, weil heute auch mein neues... Es wird wahrscheinlich nur ein Headset heute reichen, weil das Geld einfach nicht reicht. Ich bekomme 500 Euro erst auf die Bank über in 4 Tagen. Also muss ich das am Samstag holen oder so. Mal kurz schauen. Was ist heute? Dienstag, ja. Am Samstag kann ich es dann holen. Das Mikrofon. Jo, gut, wir können noch ein bisschen. Natürlich.
Die Gegner sind wieder so extrem einfach. Dieser Unterschied, dieser gewaltige Unterschied. Die Leute haben einfach eine Krise. Was sind das für Entwickler? Wahnsinn. Darum spiele ich nicht gern Endgame, weil man immer stirbt und extrem im Stress. Das ist ein gewaltiger Stress. Also, ich bin ja kein Profizocker. Ich bin es nicht gewöhnt. Andere sind das gewöhnt, weil sie die ganze Zeit Path of Exile spielen. Aber ich muss ja auch noch aufnehmen. Ich kann doch nicht irgendwie warten, bis ich das überlebe. Und ich kann doch nicht einen defensiven Charakter nehmen. Dann würde ja langweilig sein. Deshalb spiele ich ja auch solche Charaktere, die extrem Glasscannon sind. Ganz klar. Das ist es nun mal. Stellt euch mal vor, ich würde extrem langsam spielen. Da würde ich ja gar nicht dahin kommen. Das ist ja extremst, wie der schnell dann ging. Wahnsinn. Ja, ich werde jetzt mal wieder, wie heißt sie? Petey. Ich werde wieder Petey töten und farmen dort. Richtig fest farmen. Weil die Petey geht, fast in jedem Rang gibt die ein Unique-Item. Das ist einfach sehr wichtig. Ich werde aber das jetzt natürlich nicht erstmal machen, jetzt muss ich natürlich auf den Bus, weil ich ja in den Mediamarkt muss. Muss schauen, wie groß die Kisten werden, sonst muss ich nämlich meinen Vater mitnehmen. Der hat nämlich ein Auto, ich habe kein Auto. Ich habe die Prüfung nie gemacht, will sie auch nicht machen. Weil ich eben sehr auf mein Wohlbefinden achte und auf die Natur und so. Deshalb kaufe ich mir kein Auto. Ich lasse mich immer chauffieren. Wenn ich dann plötzlich Fußballprofi bin. Ja, danke schön fürs Schauen. Tschüss. Bis nächstes Mal.